Damit ich ja nichts verliere, ich bin auch verrückt. Aua. Was lesen Sie in meiner Ort? Der schlägt mich ja immer und dann rennt der auf dich. Ja, kenn ich. Ich bin auch wichtig. Die machen das so, die greifen den, der weniger aushalten kann zuerst. Du bist einfach nur ein unwichtiger Nebencharakter. Willst du dich eigentlich verarschen? Ich habe dieses Spiel gegründet. Nur wegen mir spielen wir dieses Spiel. Ich weiß. Ja, Mann. Willst du dir die Zunge ausstecken oder was? Ja. Die ich angreifen. Ja. Ja, wie bei Cam. Ich habe einfach so eine lange Zunge wie der Cam halt. Dann ziehst du die Gegner nicht an. Weg einfach an denen. Und deswegen kommen sie auf mich los. Wie, der hat mich angeleckt, oder? Ja, gehen wir auf den anderen Spasten los. Jetzt ist normaler. Vielleicht macht es da nicht so viel Schaden, weil es so langsam ist. Hervorragende Verschlussfolgerung, wie kommst du denn darauf? Wir uns niemals den Starlockpreis. Schieß auf es. Womit denn? Ich meine meine Dingens. Ja. Weiß mal, Kleinviech hier. Na super, kann ich in den Boden. Oh, Daniel. Immer in Bewegung bleiben. Oh Gott, ich bin tot, glaube ich. Du hast doch voll Energie, du Pisser. Du kannst natürlich auch mit dem Bogen abschießen. Das dauert doch ewig, bis das Viech fertig ist. Ach, sei doch still, Daniel. Mach Schaden, warte. Schlitt. Ich hab's festgekettet. Ach Gott, das dauert ewig. Verpiss dich. Wir schaffen das aber, oder, Daniel? Ja. Ich werde aber echt angepisst, wenn wir irgendwie mittendrin verrecken. Ist ihr wir? Guck mich mal an! Mein Momentum Angriff. Ich glaube, jetzt geht das nur auf mich, oder? Ich hab's ein bisschen weg. Da ist ein anderer Spieler. Sehr gut. Hilf uns. Oh, der ist viel zu stark, der Typ. Renn weg. Oh, jetzt weiter fahren. Ich hab halt noch eingesetzt. Hinter dir, Daniel. Das ist Level 561. Wuff! Ja! Sehr gut. Ja! Jetzt mal wieder so ein Teil geschafft. Sturz der Dünenbrecherin. Noch ein Helm des Schwertsingers. Ah, aber viel stärker. Seelenstein, yay! Also. Oh, schöne Rüstung. Kürass des Ordens von Diagna. Helm ist Schwertsänger. Wie kann der bitte schön? Was ist? Ach nee, das ist eine andere. Wo auch Schwertsänger. Ja, das Ding ist nicht gut. Das war spaßig. Ich hab Spaß gehabt, ey. Ja. Ich hatte nur immer Angst, dass sich das irgendwie wieder resettet oder so. Wenn irgendjemand, weiß ich nicht, aus dem Weg geht oder so. Wie aus dem Weg, wann ja, wenn einer zu weit weggeht irgendwie oder so, dass das resettet. Hier ist noch ein Buch, glaube ich. Wir hätten da doch alleine geschafft. Ja. Und das hat es jetzt nur beschleunigt. Oh, hier ist eine Truhe. Wir sind echte Helden. Ja, die Helden von Tamriel. Den ganzen Part könnte sie über den Kopf machen.
gibt es einen Kerzenbeschau aus Messing, den ich stehen kann. Was soll der sonst sein aus Holz? Oh. Das ist ein Kerzenlöscher aus Holz, das ist die geilste Idee überhaupt. Ja, das freut dich nicht, Daniel, das brennt das Ding. Erstmal ein bisschen dauern, bis der dann erkannt hat, ach ja, Holz brennt. Naja, Tiger brennt. Warte mal, Tiger können auch gar keine Kerzen benutzen. Ja, die können die aber fressen. Was ist denn da schon wieder los? Na, das sind jetzt wieder gemacht. Das hat wieder eine exklusive Party, ich zieh meinen Hut auf. Hast du irgendwo mal eine Hühnerkeule gesehen? Und so eine Bierdose, was? Ne, die habe ich immer dabei. Wir sind voll die Hilfiges. Jetzt fehlt nur noch, dass du so eine Latzhose trägst. Aber das passt nicht mit dem weißen Hemd, das voller Fettflecken ist, ey. Und schon alles rausquillt, ey. Die Brüste, die quillen irgendwie auch raus, aber obwohl das gar nicht. Ja, okay, das ist sehr eklig, ich liebe es. Oh, korpulente Menschen sind so widerlich. Nein. Oh, verdammt, da ist eine Wache davor. Ich kümmere mich um sie dann, ich lenke sie ab, geh du schon mal rein. Der guckt dich voll mit dem Feuer des ewigen Hasses. Geh dir hinterher, ey. Ich hab's reingeschaut. Wie der Dominik. Das war so ein Moment, ne? Ja. Der sieht sehr geil aus. Ich glaube, das wird mein neues Sommerhaus. Ich meine, der alte war ziemlich scheiße. Da saß der Daniel drin. Oh, wie schon gerade. Du warst in meinem Sommerhaus. Die muntere argonische Maid. Hat wieder ein Porno? Weiß ich nicht. Müsste ich mal lesen. Ich bin Lupf den Schwanz. Okay. Das reicht schon, ey. Dann geht's ab, ey. Boing. Ich dachte, du bist schon fertig. Das ist ein Daniels. Du liest nur das erste und schon gehst du schon ab wie so ein Rasensprenger. Oh, Rang 4, 48 bei 2 in dann ausgezeichnet. Ja, und dann mache ich dieses Geräusch. Wieso? Oh, Rang 10 bei leichter Rüstung. Ich glaube, das ist hier. Genau deshalb machen die sowas, damit du nicht flüchten kannst. Was verdammt, Adrik. Ja, du musst dich dem Gesetz stellen, oder du bringst den Typen einfach um. Ja, das ist doch ein Typer. Wenn er dich angreift, dann werde ich ihn töten. Wenn er mich anspringt, renne ich weg. Ich werde ihn töten. Idiot. Hey, ich soll reden. Wieso lässt die mich nicht rein? Idiot. Was denn? Steht im Chat. Du hast geschrieben. Nee. Ich will verarschen, nur es hat er geschrieben. Halt die Klappe. Ich hab das Echo voll gehört. So, der ist Onkel Taguan. Nennen den alle Onkel oder was? Am Rezept geklaut. Verdammt, kannte ich schon. Ja, nimm du hat. Verpiss dich. Ja, nimm mein Liebesgut, verdammt. Ey, ich will nicht mit dir in Verbindung gebracht werden, Junge. Selbst du mit mir zu sprechen. Das ist wie ein Bimbo. Jetzt da rein. Wir haben dieselben Sachen an wie der, dann. Jetzt dürfen wir da rein. Ja, natürlich. Willkommen in der Kronengemeinschaft. Was ist das denn hier für ein Club, ey? Wir bringen die alle um, ja? Bitte. Bill, wir werden beobachtet. Unser Bruder. Und was lesen Sie in meint der Ort? Kommunizieren nicht mit mir. Das war der Rest in 46 bei schwerer Rüstung. Jetzt können wir die aber umbringen, oder? Das ist einfach mal so ein Massaker hier statt. Was soll denn schon passieren? Wir werden gejagt wie Tiere, genau. Das werden wir doch ständig.
Hab ich ja. Was sie nicht haben. Oh mein Gott, der hat ein Schwert im Hintern. Ich war das nicht. Wir stechen da. Mordwaffe. Sieht wie eine Vergewaltigungswaffe aus. Was? Was hast du eigentlich für Satten? Ja, da dort im Arsch. Oh, hier sind Ja, Münzen. und jemand kann jedes Schwert irgendwo reinstecken. Warum hat er dabei in den Arsch reingeschoben? Ja, das ist doch egal, du kannst einen Menschen auch umbringen, indem du ein Schwert in den Arsch steckst. Oh, da ist doch schon ein Loch. Ja, ich diskutiere doch jetzt hier nicht hier Arschfetis mit dir. Warte mal, das sieht doch. Guck mal, der eine, der steht da einfach nur. Guck mal, die auf die hier Seite, der auffällt, die hier auf der Seite machen gar nichts. Und die anderen sind da klatschen und irgendwie so. Der eine schlägt den Daumen hoch. Mann. Daniel, der hat ihm den Daumen hochgeschwert. Ja. Der da vorne, auf der rechten Seite, der, okay, der jubelt jetzt, aber der hat gerade einfach so den Daumen hoch gemacht. Ja. Mein Gott, was ist das für Geräusche sind denn? Ja, Mein Gott, der Tanz passt voll zu deinem Hut. Was? Warum tanzen nicht? Weißt du was? Kennst du einen Pharao? Ja, ich bin einer. Bist ein Arschloch, ich geh zu denen. Ich knie einfach nur. Ja. Sag was, Daniel. Wie das aussieht, ich nehme so ein bisschen von mir und dann gucke ich so direkt zu dir über. Nom nom nom. Ist das nicht normalerweise so, dass irgendwie der Priester oder so vor den zwei steht? Nicht irgendwie so. Ich meine, Ja, die Rücken eigentlich zum schon. Publikum. Wieso sind die schwarz? Was? Wie, warum ist sie schwarz? Ja, warum schwarze dürfen nicht heiraten? Was? Das ist 1900, was weiß ich da. Ich nenne euch zu Mann und Frau. Ich entzünde euch jetzt zu Mann und Frau. Halt die Fresse, du sollst die Trauen noch nicht anzünden. Ja, ich leg los. Okay. Na, hat's voll gebracht. Geil. Wollt ihr mich verarschen? Ich schieße jetzt den Musiker in die Fresse. Was? Ja. Die sind alle unsterblich. Ich hab die Ziege da hinten erwischt, aber wollte ich auf den Schwarzen hier schießen. Bin ich berüchtigt. Oh, verdammt, ich habe den Affen erledigt. So ein Dreck. Haben mir aber kein Kopfgeld eingebracht. Wieso sind die alle unverwundbar? Was soll das? Mein Gott, er ist noch nicht mal gestohlen, wenn ich den irgendwie was abnehme. Ist ja nur ein Affe. Hallo?